Wir schauen heute in fremde Töpfe und haben uns ein Rezept der Tamilen ausgesucht. Hallo meine Lieben, seid willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Unser heutiges Gericht oder die Idee zu unserem heutigen Gericht kam auf eine Anfrage meines Kindergartens bzw. dem Kindergarten, wo ich öfter mit den Kindern und den Eltern koche. In diesem Kindergarten gibt es einmal im Jahr eine internationale Woche und dort werden die Herkunftsländer der Kinder vorgestellt. Wir haben zusammen ein Curry gekocht und dazu gab es ein Fladenbrot, das Roti genannt wird. Während Karin jetzt hier knetet, habe ich mich mal etwas schlau gemacht über das tamilische Volk. Und zwar leben die ältesten Gemeinschaften im Süden von Indien und in Nord-Sri Lanka. Und seit dem Bürgerkrieg der 80er Jahre gibt es ganz viele Gemeinschaften in Kanada und vielen Teilen Europas. So, meine Lieben, wir sind fertig. Ist ein bisschen warm hier in der Küche geworden, aber wir freuen uns jetzt auf lecker Futter. Wenn ihr das gern nachmachen möchtet, findet ihr das Rezept wie immer auf meinem Blog. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining. Tschüss!